Dieses Video wird unterstützt durch One Football. Bitte, welcome, bitte. Mani, Mani! Kulibali! Senegal! Illegal! Wuppertal! Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem Jadon Sancho What If? Squad-Builder-Battle! Ja, Freunde, vorgestern kam eine neue Promo raus, und zwar die What If. Und da sieht so aus, Stürmer bzw. Mittelfeldspieler kriegen in den nächsten, haben die Möglichkeit, in den nächsten 5 oder 6 Heimspielen 5 oder 6 Tore zu schießen. Irgendwie eins von beiden war's, und dann kriegen die nochmal ein +2 Upgrade, und bei der Verteidigung ist es genau andersrum. Und wir haben jetzt hier Jadon Sancho für 1,5 Millionen ungefähr gekauft. 5 Sterne Skills, 3 Sterne schwacher Fuß. Spielt bei der falschen Borussia. Der hat sich ja die ganze Zeit beschwert in den Aufnahmen, dass der keine geile Special-Karte hat. Jetzt hat er eine bekommen. Ja, mal gucken, wie die sich spielen lässt. Sind wir mal echt gespannt, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, checkt auf jeden Fall auch gestern die United-Folge ab, die rausgekommen ist. Die kam ja gestern. Und wir können eigentlich auch direkt reinstarten. Wie viele Likes machen wir hier, Stefan? 22.222? Ja, das ist eine gute Zahl. 22.000? Schafft ihr. Gut, ich halt rein. Du hältst rein, oder was? Ja, die 442. Ich bin heute mal mit der 433. Verkehrtes Bild, verkehrtes Show. Geil, okay. Also wir fangen an im Sturm mit Lewandowski, Toti. Dann im ZM gehen wir mit dem guten, ja, ist ein guter Sechser, Gnabry. Freeze. Was? Ach komm schon, du bist so langweilig, Mann. Ich dachte, du nimmst jetzt wenigstens einmal einen Gladbacher. Ach, was für Gladbacher, die brauchen wir nicht hier. Okay, ey, gut, ne? Also, wir haben schon einen Spieler von Dortmund, deswegen kommt jetzt der nächste, und zwar ist das Haaland. Da bin ich mal gespannt auf den. Wir sind Partiepunkte sammeln. Der Headliner? Ja, ja, und dann schau dir mal den Namen von meinem Dings an, von meinem Team. Und auf der linken Seite haben wir Neymar. Ja, komm, ey. Super, ich habe Vardy und Sterling aufgeschrieben, ey. Vardy? Ja, das den hast du doch, ne? Den Recordbreaker. Ja, ist viel zu einfach. Du. Denk doch mal ein bisschen nach. Ja, ein bisschen offensichtlich muss das Ganze doch mal sein hier. Genau, alles klar, dann machen wir weiter. So, wir kommen zu den nächsten 3 Spielen. Ach, ich bin gespannt, ey, was du da wieder fabriziert hast, du. Okay, fangen wir erstmal an mit der stärksten Karte. Die ist im linken Mittelfeld. Und zwar hat der, in Real Life hat der, steht da ein anderer Name drauf als auf der Karte, weil man das halt auch falsch aussprechen könnte. Idrissa Gueye spielt bei PSG. Eine sehr starke Karte mit 84er Rating und 8500 Münzen. Als ZOM spielen wir eine Ikone. Und zwar ist das Del Piero. Und als RZM spielen wir Reece James. Der ist der offensichtlichste Mann. Den hast du safe aufgeschrieben. Nee, hab ich nicht. Nicht? Nö. Ich hab Rafinha mit Neymar, Barnes und Madison. Madison Square Garden, let's go. Warum hast du nicht James genommen? Der ist doch der krasseste. Damit du was zum Discarden hast? Ja, ich wusste nicht, was du da machst, Alter, mit deinem Idrissa. Du bist ja auch so ein Idrissa. Verrück dich jetzt, so. Okay, halt rein, jetzt rein. So, wir fangen an im Sturm. Da haben wir den guten CR7. Aber der Totti bleibt heute mal zu Hause. Wir nehmen den normalen, also im ZM. Haben wir den guten Luis Figo, ja, ganz entspannt. Und links haben wir Hakan Çalhanoğlu. Aha, Hakan Çalhanoğlu für die Freekicks. Boah, ich habe erst wirklich kurz überlegt mit Cristiano. Dann dachte ich mir, du hast Rashford gezogen. Und du hast ja noch deinen Bruno Fernandes, hast du ja auch noch als Toti. Dann dachte ich mir, gehst du richtig auf, hast du richtig auf die Kacke heute. Boah. Weil du dachtest, boah, wenn ich jetzt so krasse Spieler nehme, bin ich safe. Und dann habe ich noch, weil irgendwas fehlt, habe ich Diego Jota genommen im Sturm. Wäre halt voll die Kacke gewesen. Also, es hat nicht so viel Sinn gemacht, aber was soll's. Let's go. Okay. Außenverteidiger, Außenverteidiger. So, ladies and gentlemen, we are now at the Außenverteidigungsposition. Ich halte rein. Hm. Was sagst du denn, links bist du mit einem Strongling gegangen oder was? Dachtest du, tja, vielleicht habe ich auch 2 aufgeschrieben. Okay. Dann hast du einen auf jeden Fall. Denn da habe ich Alexandro. Und rechts gehe ich mit Team of the Year, Arnold. Ah, auch nice. Habe einen mit T aufgeschrieben, aber das ist Trippier und Dalot. Let's go. Dalot. Yeah, das kann lustig werden. Hältst du rein? Ja, ich halt rein. Okay, Rechtsverteidigerposition, kurz und schmerzlos, haben wir Kyle Walker. Und links haben wir, ja gut, da gibt es jetzt zwei, es gibt 2 Spieler, die da hinpassen. Einmal Kurzawa und einmal Juan Bernat. So, wir haben überlegt, eventuell Kurzawa einzubauen in Dings. Wie heißt es? United. Ja, und deswegen glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass du denkst, dass ich den dann nicht nehme. Habe aber auch Juan Bernat extra gekauft. Es ist gerade 50-50. Nee, muss ich gar nicht. Könnte ja auch was anderes sein. Ich gehe mit Kurzhaber einfach. Double Snipe. Nein, lach mal nicht. Ja. Ich habe extra Bernat gekauft, weil es so geplant war. Kurzhaber und Walker.
Die Außenverteidiger sind meine Spezialität. Oh, und jetzt auch noch dieser Sancho. Ich kann komplett... Einmal mit der du bist so ein Bastard. Du kommst sowieso nur über Außen jetzt. Ganz genau mit Sancho. Jawohl, Junge. Ah, hätte ich einfach Bernard genommen. Ich bin so ein Idiot. So, wir kommen zum goldenen Finale. Und Stefan, Ladies First, halten Sie bitte rein. Dankeschön. Hältst du rein? Ich habe was aufgeschrieben und ich muss jetzt irgendeinen Spieler wenigstens picken. Weil wenn nicht, ja doch, dann kommt Momentum. Ist auch nicht verkehrt. So, wir gehen linke Innenverteidigung. Ich hab das heute mal schön farblich gestaltet. Es geht in die orangene Schiene. Wir haben einmal den guten Demiral Man of the Match. Wir haben Soyuncu Man of the Match in dem Tor Schmeichel. Was? Der ist auch nice. Daran habe ich jetzt gar nicht... Da haben wir die Türken-Kombi. Das sieht richtig schön aus. Beide Man of the Match. Ist okay, die Karte. Yegejele. Ja, yegejele. Sonel Sarakabadi. Okay, alles klar. Ja, kannst du behalten. Dann halt ich rein. Nein, ich halt rein. Ja, ich mach rein. Du hältst rein. Wir machen zusammen. Halt dein Fresh. Okay, Bastoni, rechte Innenverteidigung. Linke Innenverteidigung haben wir Soyuncu. Spaß, Mann, auch Crescito. Und im Tor. Also, das wäre halt jetzt krass, weil den haben wir zusammengezogen. Wenn du deswegen darauf die Innenverteidigung aufgebaut hast, dann Respekt. Dann nehme ich von mir aus alles raus. Habe ich nämlich Donnarumma. Oh nein. Ja, ich bin in die Bundesliga wieder gegangen. Ich habe einfach zwei Gladbacher. Sommer, Elvedi und Akanji. Ja, Akanji. Oh. Hätte ja auch sein können, dass du jetzt wieder kommst. Oh, ich musste wieder einen Gladbacher einbauen. Oh. Ah, halt der Fahrradkette. Lad ein. Lad ein mit deinem Billigteam. Komm, laber nicht so viel. Starte rein. Mach, drück. Ich laber doch gar nichts. Was willst du von mir? Ja, komm, drück. Du gehst eh wieder komplett durch die Mitte jetzt. Renn doch. Über die Mitte, was laberst du da? Über die Außen? Ja, du machst immer, du rennst am Anfang immer direkt, wenn du den Ball hast, ziehst du direkt den Kopf durch die Wand. Der ist der Mann für die Sahnebälle. Die Sahnebälle. Haaland, du und Haaland, ey, das glaube ich nicht, ey. Was ist das denn? Oh, Junge, Alter, was für ein Bulldozer, Mann. Was geht ab, Alter? Ey. Was war das denn? Oh, Sancho ist kacke. Ja, das ist natürlich jetzt richtig bitter hier. Ja, Haaland. Ja, spiel den Ball. Komm, Haaland. Boah, Junge, was ist das für ein Monster? Ich habe die Bälle, ich spiele die Bälle. Warte mal, mein Spieler hat fett. Ja, komm, da läuft der gar keiner. Ja, das ist ja so dumm. Nein, beweg doch nach oben, Mann. Bro, die laufen alle einfach gar nicht mit. Der hat einer Platz. Ja, Alessandro. Wer verfolgt mich denn da? Der ist nicht so schnell dieses Jahr. Ey. Hoppa. Ey. Oha. Nein. Siehst du was? Hallo. Let's go. Ja. Was? Der Piro, was? Wichtig. Der krasseste Spieler in meinem Team macht den Ball nicht rein. Let's go! Boah, die sind viel zu offensiv, Mann. Was sagst du? Halt dein Guck Fresh. Mal, guck mal auf das Foto jetzt von der Karte. Das ist so ein Lappen, Alter. Guter Tutti, oder? Ärger mich gerade so. Junge, Alter, da kommst du ja gar nicht dran, Mann! Du kannst ja nur faulen. Was? Ja! Ehre. Komm! Ja. Zu viel anders geguckt, richtige Wish-Version. Als Maul, Alter. Und? Komm entgegen und jetzt lauf. Auf die Runde, Alter. Ja. Oh mein Gott! Der kommt sogar an. Spiel. Hey, Sancho ist so breezy Kacke, style. Ne? Was ist denn breezy, Mann? Das sagt er immer. Wow, gut auch. Alter, der kann nicht mal Roulette, den krieg ich sogar echt hier mit meinen zwei linken Füßen. Muss der zumachen. Ja, Abseits, also wenn das kein Abseits. Was? Hä, kein Abseits, was? Oh, shit. Der stand 200 Meter im Abseits. Boah, du hast mich gerade hops genommen. Ich dachte wirklich, ich hab aufgehört zu spielen fast. Der stand, ey, was machen die denn da? Fuck, man, das war viel zu einfach. Ja, der Torwart da bestimmt aufgehoben hat. Knäule. Das ist der Breezy Style. Ey. Ach, komm, Jaden, Mann. Und bei dir ist der im Abseits. Ach komm, und wie der Ball dann da läuft, Mann! Der läuft. Oh nein! Wo ist denn jetzt mein Neymar? Ja, das komm, oben. Alter. Gleich könnte ich ausrasten. Jetzt spielen die aber wie... Ja, nice. Wieder kein Abseits. Ja, komm. Ganz ehrlich, gar keinen Bock mehr, Alter. Das ist doch ein Witz, ey. Das geht gar nicht. Ganz anstrengend, ganz schwer. Aber der kommt doch. Oh. Ja! Oh Gott, ey. Ja komm, du spielst hier gerade 1 gegen 1, die lösen sich ja alle auf hier. Fucking Breezy Style. Boah, hat er den super mitgenommen. Ja.
Classic Style. Ja, komm, Alter. Gleich schmeiß den Controller gegen die Wand. Meine hier Spieler machen ja gar nichts, ey. Alles von alleine hier. Ja, okay! Ja! Und jetzt noch rein, ich hab mich tot. Junge, Junge, Momentum. Oh, nimmt er den Ball mit. Ja, jetzt der Breezy Style. Ja, Junge, der hat nicht mal eine Chance gegen... Bitte grätschen. Der kann nicht mal grätschen! Ey. Ja, wahrscheinlich steht der da bei dir auch noch perfekt. Was ist das denn? Ja. Ma, diese Grätschen, Leute! Soyuncu, bester Verteidiger der Welt! Oh nein! Mies! Mach doch wenigstens einen Ball rein! Ja, und nochmal. Ja, war wirklich ein geiles Game. It's a breezy stand, let's go. What are you talking about, me? Okay, mach. Uff, das sind so teure Spieler. Del Piero 1 Million, Sancho kostet 1,4, Haaland kostet 600k, Reece James 400k, Donnarumma 200. Boah, ist eigentlich 50-50 Gelegenheit heute, ey. Ja, ihr meintet ja, Leute, wir sollen nicht wieder hier Formationen rotieren. Entweder ihr glaubt uns oder ihr glaubt uns nicht. Deshalb machen wir alles ganz normal jetzt. Boah, 4 Stück, Alter. Das ist ja echt, aber lang nicht mehr 4 Stück. Fangen wir mal an. Erstmal gehen wir mit dem Linksverteidiger. Dann gehen wir mit dem mittleren ZM, also ZOM. Wir gehen mit dem linken Flügel und mit dem Torwart. Okay. Der Torwart hat nochmal gerade rausgerettet. Das war der einzige Bronze, Bro. Du triffst Reece James. 400k. Crescito. Okay, kostet jetzt nicht viel. Del Piero, 1 Million. Was? Und dann noch den Bronze. Uff. Ach, Sancho nicht getroffen. Neymar nicht getroffen. Haaland immerhin nicht getroffen. Aber Del Piero und James sind halt auch mies. Aber wo waren denn Haaland und so noch? Haaland war im Sturm, habe ich stehen lassen. Ich habe extra, also ich hatte gedacht, du nimmst vielleicht, falls ich stehen lasse, habe ich Sancho LZM gepackt. Neymar war RIV. Also du hättest halt noch 3 krasse Spieler treffen können. Die wären auch alle mindestens 500k bis 1 Million wert gewesen. Also ich habe das Team ehrlich gesagt richtig dumm gebaut, weil es waren viele teure Spieler dabei, aber dann halt auch viel Müll dabei einfach. Mies, ey. Fuck my life. Ich gebe das Ganze jetzt hier in einer SBC ab, 86er Team. Ich habe jetzt auf den Bronze geschissen, aber dafür sind Del Piero, James, Crescito dabei. Ja, tut weh. Also insgesamt, was waren es jetzt? Also 1,4 Millionen auf jeden Fall. Das war schon Del hart. Del Piero, ey. 1 Mio. Reece James kostet auch 400k. James war so der Einzige, der mir richtig gut gefallen hat. Richtig geile Karte. Ja, der hat echt rasiert bei dir, fand ich. Der war echt gut von allen anderen. Ja. Ja, Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Kuss geht raus. Und wir sehen uns die kommende Woche wieder. Da gibt's wieder geile Sachen. Auch wieder, wer bin ich und so, mit geilen Icon-Packs. Also schaltet wieder ein, lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Checkt Insta und so, alles in der Beschreibung ab. Und wir verabschieden uns, Leute, haut rein. Ciao, ciao. Ciao.